Einen wunderschönen guten Morgen, meine lieben Freunde des geilen YouTube-Sports. Willkommen zurück zu Wolfenstein The New Order. Morgen um 4:30 läuft, würde ich sagen. So, wir sind beim letzten Mal so richtig schön abgemetert worden. So, okay. So, Magazin-Check. Mal guten Tag sagen, vielleicht haben wir es mitgekriegt, vielleicht auch nicht. Wir wechseln jetzt mal auf Double Shot, weil wir gerade mega Gegenwehr gekriegt haben. So. Dann wollen wir mal gucken. Ach, da. So, das Ding. Oh, die schießen, dass ich das gibt. Was war das? Du hast mich Frotze genannt? Boah, pass auf, Alter, ne? Oh, guck. Will ich sehen. So, vorerst haben wir gerade mal ein bisschen Ruhe. Sehr schön, haben wir gut gemacht. Diese feige Ratte. Sehr geil. So. Mal looten. Die haben wir doch jetzt sehr schön von hinten abgeben. Was? Ich wollte doch auf Nummer sicher gehen. Junge, aber ist das eine Panzerfaust? What the? Oh, ja, mein. Alter. Hup. So, jetzt können wir mal nachladen. So. Ja, nice. Was haben wir denn hier? Ah, da steht. Okay. Der auch die. Okay. Der Mond. Ja, ich glaube, ich habe den Schwierigkeitsgrad etwas. Moment, da könnte ich doch mal reingucken. Das scheint mir irgendwie ein bisschen zu leicht zu sein mittlerweile. Lass sie nur kommen. Der leibhaftige Tod. Extrem. Okay, das ist also schon. Darf ich spielen, Papi? Okay, das ist schon einfach. Also, ne? Tut mir nicht weh. 2. Lass sie kommen ist 3. Also, ich habe die Mitte gehabt. Der leibhaftige Tod. Ach komm, wir versuchen jetzt einfach mal. Schwierigkeit, der leibhaftige Tod. Was soll das denn? Mal gucken, ob wir das schaffen. Vielleicht, das ist ja so, ein wenig könnten wir uns ja mal so ein bisschen, ne? So, warte mal, wir schalten jetzt mal wieder auf die hier rüber. Ja, wir haben mal vorhin was eingesammelt, warte mal. Das ist ja vorhin, das ist ja dieses, oh, Alter, what the? Und das Ding sieht ja irgendwie geil aus, ey. Alter, ist das ein Riesenplanet, ey. So, was haben wir hier? Dicke Wumme? Ne, damit laufen wir jetzt nicht rum. Das ist ja, ja. Wow. Okay, ich geh schon. Ja, renn doch! Let's go! Magazin leer! Muss nachladen! Doch. Ja,
Scharfschützengewehr. Geil. Oh, der lief mir direkt vors Loch, du. Vor die Linse. Wow. Die Knarre hat's in sich. Jetzt gucke ich mir erst, deswegen wollte ich mich erst mal unten umgucken. Ja. Er lebt noch. Jupp. Nehmen wir auch mit. Nee, brauchen wir nicht. Oh, wieder Medipack hier liegt überall. Medipack hier unten. Wir auch? Jo, Mai. Arschtechnologie. Okay. Sieht das hier aus? Okay, danke. Jo, das waren, ne, diese... Jetzt haben wir die Idee kaputt gemacht, aber schade, dass da hätten sie vielleicht noch Rüstung draus machen können. In the Army now. Oh, 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 wie komme ich denn jetzt auf sowas? Ach so, ich weiß warum. Ich habe eine alte Folge von Gronkh mir angeschaut. Dead by Daylight, ja. Dead by Daylight ist eins meiner Faves. Games und... Und nur einmal anticken und schon rennt der von ganz alleine hoch. Oh, nice one, ey. Okay, den brauchen wir nicht mehr. Das brauchen wir auch nicht. Rüstung wäre nicht schlecht. Oh, da. Den Helm, den haben wir vorhin nicht mitgenommen. Ne. So. Mal gucken, wie hoch das Ganze hier ist. Ah, da ist noch ein Ring. Okay, alles klar. Alles klar, Herr Kommissar. Nee. Medipack, ich brauche Rüstung. Rüstung macht hart wie Kropfstahl. So, jawohl. So. Ich habe Sichtkontakt. Ich auch. Good night and goodbye, ne? Schicke Knarre. Ich glaube, die behalte ich jetzt mal. So. Der Abstand zwischen Erde und Mond beträgt im Durchschnitt 380.000 Kilometer. Das ist enorm, wa? Schade. Ich glaube, man kriegt nicht so schnell Scharfschützenmunition. So ein Dreck. Da gehen wir gleich hin. Ich will mich mal um. Moment, hier haben wir auch noch mal was. Im Jahr 1959 nahm das Wolfram-Minenmodul der Mondbasis 5 seinen Betrieb auf. So, da kommen wir runter. Mann, Limit erreicht. So ein. Ach nee, das kann ich auch nicht. Wo ist der Typ denn? Der Monddurchmesser beträgt etwa ein Viertel des Erddurchmessers. Ein Viertel? Wow. So, warte mal. Die haben von wo haben die denn da geschossen? Wie kommen wir denn? Oh, die olle Schnake. Hol du mal den Sabel, ey. Wie komme ich denn da oben hin? Da ist es abgebrochen. Da hinten geht es wieder runter. Ich muss ja da irgendwie rüber. Da. Dann gehen wir einfach hier hoch. Ich hätte sie auch einfach haben können, aber nö. Was ist bei dir denn kaputt, ey? Was? Neue Schwierigkeitsgrad macht sich gut, finde ich schön. Aber da gehen wir uns auch noch dran. Ich denke mal, da brauche ich nicht weiterlaufen, da wird sie nichts finden. Also gehe ich jetzt nochmal hier hoch. Ah.
Jo, guten Fluch. Diese Scheißdinger. So, Medipack brauchen wir nicht. Alles klar. Messer, Limit erreicht. Ach, so ein schönes typische Wulfenstein. Das sieht geil aus. Das hätte ich gerne mal in meiner Sammlung, ey. Ohne Scheiß. Ich bin so ein kleiner Messerfeti. Ich habe so ein paar Messerkiss. Was haben wir denn hier? Enigma Code Fragment 27. Okay, wir haben Enigma Code. Was haben wir denn hier? London, 15. Oktober 1960. Laut Polizeiberichten gibt es immer weniger Kriminalität in den Londoner Quarantänevierteln. Für die in Quarantäne lebenden Bewohner ist es auf der Straße mittlerweile sehr sicher, sagte Polizeidirektor Bruno Winkler. Die Anzahl der Mordfälle befindet sich auf einer historischen Tiefstand. Er fügte hinzu, dass sich die gute Behandlung der Bürger durch die neue Regierung positiv auf die anständige Bewohner der Stadt auswirken hat. Was ausgewirkt hat, das war mein Gott. Ey. Wir erleben außerdem einen Aufstieg eingegangener Meldungen über abweichlerisches Verhalten, sowohl von Nachbarn als auch Familienmitgliedern. Ist schon so, also mit meinem Deutsch heute Morgen, das funktioniert noch nicht. Okay, das hat sie nicht geändert. Ja, ist ja gut. So, wir hatten den Hebel. Weiß ich nicht. Alter, was hat der für einen damageden Helm, ey? Okay, eat your army now. Na. Und dann wurde ich zu. Warte mal, kann ich das so machen? Okay, ich habe da so eine Ahnung. Abkürzung. Okay. Okay, wow. Flieger. Was? Flieger. Trotz des niedrigen Dienstgrads ist ein Flieger ein furchtloser und gewitzter Kämpfer, der mit Sturmgewehr und Schrotflinte ausgerüstet ist. Jeder wurde sorgfältig ausgewählt, damit bei der Luftwaffe nur die besten und überzeugtsten Männer kämpfen. Jawohl, Lingen! Ja, finde ich schön, finde ich schön. Da haben wir was zu tun. Wir haben zwar jetzt, aber das geht wieder hoch. Der, ich glaube, da. Der Schuss hat gesessen. Aber volle Lotte. Der hat gesessen. Ja. Was ist das? Oh, oh. Wir hätten ja noch Waffe mitnehmen sollen. Die hätten wir dann hier aufgeladen können. Aufgeladen können. Ja, genau, Virus. So. Oh. Gegangen. Mann! Rein damit! Daneben! Wie viel gibt's da von denen? Da! Jetzt aber. Da müsste eine
Erstmal nachladen. Zugangstunnel, Fahrschulschacht. Jo, nehmen wir mal. Oha, das großes Medi-Dings. Ja, da kacke, da kommen wir jetzt nicht rein. Okay, Moment. Wir haben ja unseren.